Dann war das natürlich auch ein bisschen lauter und dynamischer machen und muss gucken, ah, das verdammte Headset. Muss man da setzen. Einen Rhythmus rein. Brille kommt. So! Wir reden jetzt mal direkt zurück. Also probiert das aus. Ich finde es sensationell. Ich möchte da noch weitermachen und besser werden. Ich werde dann wieder meinen Tau haben lassen. Und der gute Stamm hat dann auch ein bisschen Punkte rumprobiert. Da hat er vielleicht auch ein paar hübsche Ideen dazu. Ja, ausprobieren, kommentieren, liken, immer hübsche Reihenfolge einhalten. Falls du nicht Abonnent bist und sitzt am PC oder Laptop, da oben draufklicken und dann kannst du zack auf die Startseite des Channels, kannst du es da entspannt abonnieren und nach dem Abonnieren auf der Startseite oben in den Abonnierfeld auf Zahnrädchen klicken, Link in die Box, dann kriegst du auch mal direkt eine Mail und Video hochladen und verpasst nichts. Und wenn du die YouTube-App nutzt, dann klick einfach auf die Glocke zu abonnieren, wenn wir ein neues Video hochladen. Sitzt am PC oder Laptop, kannst du da unten jetzt noch zack schnell über Facebook vorbei, Leuten da lassen. Und bei Instagram, hier kannst du erstmal das Video reinziehen und du fährst es wieder raus. Viel Spaß beim Spinal Waven. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin der Flex und heute zeige ich euch da draußen eine schöne kleine Rückroutine, die dafür taugt, um etwaige Probleme loszuwerden, aber auch natürlich, um einfach Spannung aus dem Rückenbein auszunehmen und mobil zu werden. Heute ein bisschen den Hintergedanken zu der Routine. Erstmal kann man eine Million Sachen machen, meine sind sinnhaft, meine Wege. Mir geht es jetzt mal primär um die Körperrückseite. Mir geht es primär darum, Spannung aus der Superficial Backline auszunehmen. Superficial Backline ist die Größe, fast die du hast, haben wir schon oft das eine große Thema gewählt. Wir gehen unter den Fuß und der Plantarfaszie, wir gehen den ganzen Körperrückseite drauf, endet hier vorne. Wenn wir von Stretching, wenn wir von Dehnen sprechen, ist ja auch eine große Frage, was dehnen wir denn überhaupt? Dehnen wir Muskeln? Oder dehnen wir die Faszien? Oder beides? Spannendes Thema, wenn wir auch mal Ladung zu machen. Ich komme so mehr und mehr zu dem Schluss, dass wir vor allem die Faszien dehnen. Was natürlich untrennbar vom Muskel ist, weil die Faszie ist ja die Hülle und der Muskel muss dabei loslassen. Das hier bezieht sich auch mal sehr, sehr gerne den Atem mit ein. Ausatmen, kommst du zu loslassen. Die Herausforderung ist immer, wenn du deine Spannung in den Muskeln, Muskeltonus und in der Faszie hast, in der Faszien Schmerzrezeptoren drin, dann tut das Dehnen weh und dann gehst du wieder in den Schutz und dann funktioniert es nicht. Also das ist jetzt ein bisschen die Herausforderung dabei. Ansonsten arbeiten wir mit der Routine jetzt, wie gesagt, prima auf der Körperrückseite. Es gibt natürlich noch ein paar andere Sachen zu tun. Ich werde auch mal in die bisschen die Rückbeuge gehen, Vorderseite auch mal streifen, dann ist eine runde Sache, dass dir das so gut hilft. Aber primär arbeite ich jetzt mal auf der Rückseite und fange konsequenterweise unten bei der Superficial Backline an, bei der Plantarfaszie. So, wir wollen jetzt immer einmal ganz langsam mit ordentlich Druck, einmal nach vorne und dann in Richtung und Venenrückfluss. Ich fange also erst mit der Fläche an, ich setze die Black Armee ein, nehme keiner Ast. Die erste Schreibung ist für den Bestell hier ein, kostet 10 oder was, sonst gibt es noch mal 10%. Lohnt sich, du siehst, ich bin barfuß, mit Schuhen macht es wenig Sinn. Socken maximal, ja. Druck geben und langsam in Zeitlupe nach vorne durchrollen, richtig schön Druck. Ich mache das jetzt ein bisschen schneller, also werde jetzt hier die Schmerzpunkte nicht extra behandeln oder so. Ich habe das sowieso kann, als Barfußläufer bin ich ja sowieso easy. Wenn du immer noch die schrecklichen herkömmlichen Schuhe trägst, dann mach die Barfußvideos an, hör auf damit. Das ist nur dein Körper. Grütze ist schlecht in Form mit den High Heels. Weg mit der Fersensprengung her mit dem neutralen Schuh, her mit Barfußschuh. So, Außenkante, ja, gleiches Thema, ganz vor, langsam mit Kraft zurück, so, Achtung, aufpassen, Schulter bleibt locker hängen,
Nicht hochziehen, tief und regelmäßig atmen, positives Gesicht machen, auch wenn es weh tut. Ja? Immer locker bleiben bei der Nummer. Setzt den Atem ein, atme tief ein und aus. Ja? Ich zeige jetzt nur die eine Seite, das gleiche machen wir auf der anderen. Für zwei. Wade, Achillessehne, erstmal ohne die Black Roll, einfach in eine Schrittstellung gehen. Die Füße zeigen bitte parallel nach vorne. Dann geht es nicht um Wand. Wir nehmen jetzt mal eine linke Wade, beziehungsweise fast hier drüber liegt. Knie schneller nach vorne, das rechte Knie. Die Ferse aktiv dann hinten in den Boden drücken. Und dann ist entscheidend, wie weit ich mit dem Knie hier nach vorne gehe, dass ich mich selbst eben durchgedrückt lasse. Ja, und dort in den Stretch reingehen, tief und regelmäßig atmen, das nehmen 60 Sekunden Zeit in etwa. Wenn du jetzt nach unten bist, in der Achillessehne, nehme ich gerne meinen Fuß hier unterhalb der Kniekehle auf und dann kommst du sowohl in der unteren Anzahl hin zu Leos in die Achillessehne. Sehne mit der Ausatmung, lass los. Was ich neulich mal gezeigt habe, was super cool ist, ist hier der Einsatz der Black Roll dabei. Zur Wand hin. Meine rechte Seite. Links stelle ich den Mittelfuß drauf, rechts mit dem Vorfuß. Kontakt mit der Wand ist wichtig. Nach unten loslassen, mein ganzes Gewicht ist jetzt auch rechts. Ja, so kommt jetzt gut in die Dehnung. Und wenn ich es verstärken will, gehe ich einfach mit dem O mit der Hüfte, die bleibt geschreckt, etwas von der Wand weg. Ne? Drücken, Oberrücken bleibt dran, ich schiebe nur die Hüfte nach vorne. Kann natürlich auch sogar vorgehen, das ist wurscht. Das spürst du, findest du raus. Gib dir ein Minütchen Zeit, lass ausatmen, nach unten los, mach das selbst, geht auf beide Seiten. So, weiter geht's in einer ganz natürlichen Haltung der Hocke. Jeder sollte das Hocken benutzen, die kann es arbeiten lassen. Ja? Und zwar mit Fersen unten. Jetzt gibt es ja unheimlich viele Menschen da draußen, die das eben nicht können. Da können wir jetzt ein bisschen bescheißen. Ich habe hier so ein paar Helferheimer geholt. Da kannst du dir jetzt die Ferse etwas erhöhen. Ja? Also hier habe ich so mehrere Schichten. Da kann ich das halt beliebig erhöhen. Damit du dann wirklich in die Hocke gehen kannst, weil das Ganze macht keinen Sinn, wenn du nachher, die Ferse in der Luft hast. Ja? Also erhöhe dich dann gerade so viel wie notwendig, sodass du auch diesen Kompensationsstress hier vorne im Sprunggelenk nicht hast. Also sonst spürst du, hängst du da vorne die ganze Zeit nicht fest und sollst da loslassen können. Und deswegen solltest du einigermaßen gerade machen können. Ja? Ich habe hier vorne auch eine Box, die können wir auch gleich für die Übung als Helferin nehmen, solange man die nötige Flexibilität hat, die Box weg. Und dann machen wir diesen kleinen Squat mit der Einatmung. Schiebst du die Arme nach. Ich habe dich, ich habe dich! Ausatmen. Ich habe dich! Du drückst mich da! Ich nach hinten raus. Und zwar den Sitzbeinknochen nach hinten oben schiebt sich aus der Schulter. Fick mich! Oh, geile Scheiße.
ja, geht doch. November. Was? Moment.
Heraus, wir sind wieder. Und Flexi Flexi Lieb, wieder hübsch in der Hocke. Und heute erklären wir nochmal ganz genau und in Nachdruck, warum wir nur noch Barfußschuhe tragen. Die Füße weit auseinander. Also was mit weit auseinander? Ich möchte mit einer Geschichte aus alten Zeiten anfangen. Erinnerst du dich noch an das Coaching mit Marco Montagnes? Klar. Ja, das war so praktisch unser erster größerer Berührungspunkt mit dem Thema Barfußlaufen. Also ich hatte mich eine Weile schon damit beschäftigt, aber dann haben wir mal mit jemandem gesprochen, der sich schon deutlich länger damit beschäftigt hatte und Coach auf dem Sektor ist und war und immer noch ist und sehr gut. Und dann bezeichnete er die herkömmlichen Schuhe als was? Ständig als Müll. Müll, als der letzte Müll. Er verwandte immer das Wort Müll. Ja, mit einem sehr aggressiven Unterton. Ja, genau. Und wir haben uns gedacht, Mensch, Mann, so schlimm kann es ja nicht sein. Also das ist gleich als Müll zu bezeichnen, ist ja extrem. Eine etwas radikale Haltung. Am Ende ist er noch radikaler Veganer oder so. Veganer sind gratis. Mit dem Wort muss man auch vorsichtig sein. Da kommen wir auch gleich wieder Stimmen hoch. Ja, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ja, das Wort Müll aus unserer Sicht für herkömmliche Schuhe recht passend ist. Oder? Ja, durchaus gerechtfertigt ist. Ja. Müll, und ich verwende gerne auch das Wort in dem Zusammenhang Vergewaltigung. Vergewaltigung trifft es ganz gut. Also Müll nicht aus dem Sinne, wenn das Material, das verwendet wird, vielleicht scheiße ist oder sowas. Was auch der Fall ist. Was tatsächlich schon der Fall ist. Sondern einfach aus dem Grund, weil es der letzte Müll für deine Füße ist. Das macht die Füße sowas von kaputt. Aber aufs Allerfeinste. Genau. Und es geht ja uns vor allem um die Gesundheit. Ja? Wir sind ja hier als Fitness-YouTuber angetreten, um den Leuten zu helfen, Fitness und Fitness, fitter und gesünder zu werden. Euch also, die das gerne möchten. Und dann passt es einfach nicht dazu, dass wir unser Fundament, unsere Füße, in etwas reinstecken, was extrem ungesund für die Füße ist. Wir haben vor ziemlich langer Zeit, und deswegen ist es uns wichtig, dieses Video heute nochmal zu machen, vor ziemlich langer Zeit mal ein Video gemacht, wo es um das Thema Fersensprengung im Kern ging, beziehungsweise wo wir erklärt haben, warum wir den herkömmlichen Schuh für Müll halten. Und aus diesem Grund haben wir nochmal einen solchen, fällt mir dieses Müllding gleich aus der Hand, wahrscheinlich weil ich es gar nicht mehr berühren möchte. Und weil es schon so lange her ist und das viele sich ja verpasst haben bei den hunderten von Videos, die es gibt, möchte ich noch einmal ganz kurz sagen, warum wir das radikale Wort Müll hierauf anwenden. Du darfst anfangen, weil ich kriege mal Kritik, dass ich dich nicht reden lasse und so weiter und so fort. Nee, du unterbrichst mich immer, das ist das Problem. Mal gucken, ob du es in diesem Video schaffen willst. Okay. Ich war jetzt neulich auch öfters mal in einem Sportartikelladen und habe mich dort in die Schuhabteilung reingesetzt und habe die Dinger angeguckt mit großen Telleraugen und habe mir dann auch zufälligerweise anhören können, was denn die Leute so sagen und erzählt bekommen, was denn so ein Laufschuh alles braucht. Ganz wichtig ist, er braucht eine gute Dämpfung, weil wir laufen ja über die Ferse und rollen dann ab, deswegen muss der Fuß gut geschützt sein durch die Dämpfung hier. So, genau das ist Grütze. Weil erstens, die Ferse ist ein Gelenk und auf die Ferse sollst du verdammt nochmal nicht auftreten. Laufen ist springen von einem Fuß auf den anderen. Wenn du jetzt ohne Schuhe am Boden stehst, probier es mal aus und du springst, wo landest du? Hoffentlich auf dem Vorfuß, ja? Und nicht auf der Ferse. Ja? Also das heißt, das, was man im Joggen macht, über die Ferse abrollen, ist totale Grütze. Mit diesem Schuh ist das möglich, weil dieser fette Knoten hier hinten dir den Schmerz nimmt. Er nimmt dir aber nicht den Impact, also Dämpfung ist eine Illusion, weil wenn du auf etwas Weichem landest, in dem Fall diesen weichen Schuh, aktiviert dein Körper nur das Stabilisierungssystem, er versucht auszugleichen und nicht das Dämpfungssystem. Das ist ein archetypischer Mechanismus, wenn ich mit früher der Archetyp vom Baum gesprungen auf dem weichen Boden gelandet ist, Boden war weich, also hat er sich auf Stabilisieren konzentriert, nicht auf Dämpfen. Das heißt, ich kriege eben vollen Schlag in Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte, in meine Wirbelsäule rein. Nur der Schmerz wird mir genommen. Außerdem wird die Statik komplett zerstört. Ich werde hinten aufgebockt.
Hüfte somit nach vorne und muss ins Hohlkreuz gehen, um das auszugleichen. Also der Fachmann nennt das Fersensprengung, das klingt schon hässlich, das ist hässlich. Das braucht kein Mensch, ein Schuh gehört flach, man nennt das dann Zero Drop Zone, also einfach vorne genauso hoch wie hinten. Weiter geht's, was braucht man noch im herkömmlichen Schuhladen angeblich? Okay. Okay, aber dann kommt es ja ganz drauf an, was ich für einen Laufstil habe. Ich brauche ja auch mindestens eine Pronation oder eine Supinationsstütze, meistens brauchen wir eine Pronationsstütze und ein schönes Fußbett. Und Zelle Abschutzmelder, geht's noch? No, listen to me. Digicom doesn't need the KX-37-8. I don't care what Farley said. Farley's wrong about this. What they need is the KX-42 system. Believe me, run the specs. You'll see I'm right. Call me back later. Bye. Mr. Wayburn, Jerry Miller here. How are you today? Listen, I'm going to send your proposal over by email this afternoon. I think you're going to be very, very happy with it. No, thank you, sir. Jerry Miller here. May I ask who's calling? Miss Ambrose? Yes, I'm blanking. What company? Okay, Wood River is, the high school. Yes, of course, Wood River High School. I have a daughter that goes there. Candace, right. She has. Suspended for 3 days? Okay, well, listen, call her mother. Yes. She's not? All right, well, you know, I'd love to come down there myself, but I am in the middle of about 25 things here at work, and I'm sure that you understand. Yeah, well, believe me, I know it's important. This is important, too. All right, I'll be right over there. Okay, thank you. There it goes. Here I go. What am I going to do with you? What do I have to do to make you act like a responsible human being? It's not like I got arrested and thrown in jail. Isn't getting suspended from school bad enough? I don't want to talk about it anymore. Listen. Doesn't it bother you that I had to leave work early and drive all the way out to Wood River just to pick you up? No. Well, you know what? I can still ground you. Go ahead. I'm gonna. You keep it up, but I'm gonna. It's one of those days. I hate it, brother. It's my body. My body, and nobody has the right to tell me what I can and cannot do with my own body. But that doesn't excuse the fact that you're too young to smoke, and if you get caught smoking again at school, they're gonna kick you out. Hey, Dad, I got a new video game. Blood Zone 3 Master versus the Grim Reaper. Wanna play? Russ, we're eating dinner here, okay? Why can't we eat dinner from the TV like everyone else in the known universe? Because when I'm home, I want to eat at the table all together like a family. Which is once a week if we're lucky. You know, you better watch your attitude, young lady. Honey, help me out here. Well, maybe if you were home more often, Jerry. All right, I quit my job. Heck, kids don't need to go to college. That's not what I'm saying. It's just I need more help around here. You promised to clean up the basement weeks ago. The garage door still sticks, and the lawn needs mowing. Well, Russ is old enough to mow the lawn now. What do you say, son? Hey, you. That's right, you. You work hard for a living.